heißt es jetzt noch einmal alles geben. Die deutschen Eishockeyfrauen verloren am Wochenende gegen Finnland. Im finalen Spiel geht es daher um alles. Kapitänin Susanne Götz ist zuversichtlich. Sportlich gesehen hätten wir leider eine Schippe mehr, drauflegen müssen, dass es gepasst hätte. So spielen wir jetzt um Platz 7 und ich hoffe mit einem positiven Ende für uns. Sie gilt als Deutschlands erfolgreichste Eishockeyspielerin. Für Susanne Götz geht es bei den Olympischen Spielen um alles. Nach Sotschi will sie aufhören und ihre Eishockeykarriere beenden. Damit habe ich mich noch gar nicht so wirklich auseinandergesetzt. Klar, es ist jetzt wahrscheinlich am Dienstag mein letztes Spiel international. Und es macht mich auf der einen Seite schon traurig und ich hoffe einfach, dass wir das mit einem Sieg beenden können. Die Kapitänin der Nationalmannschaft ist gelassen, wenn es um ihren Ausstieg geht. Immer nach dem Motto, alles für das Team. Es wird auch ohne mich weitergehen. Da bin ich ganz zuversichtlich. Wir machen ja eine gute Entwicklung oder die letzten Jahre einfach eine starke Entwicklung. Die Jugend kommt nach und das sollen sie auch. Ich mache unter anderem dann auch Platz für die Jugend und bin ganz optimistisch. Und die Jugend, das ist zum Beispiel die 21-jährige Tanja Eisenschmidt. Sie bereitet sich schon auf ihre weitere Zukunft im Eishockey-Team vor. Ich werde auf jeden Fall eine Führungsperson werden, weil ich ja jetzt doch ziemlich zu den Jungen gehöre. Ich muss auf jeden Fall mehr Führung übernehmen oder mehr Verantwortung übernehmen für die jüngeren Spieler, die dann hochkommen. Und unsere Entwicklung in den letzten Jahren war wirklich sehr gut und ich hoffe, dass es so weitergeht.